Fischno, wo ja auch vor kurzem das Speedway-Paar-Weltfinale stattfand, was ja das dänische Team ganz klar vor den Schweden und den englischen Fahrern gewann. Wir kommen somit zur Fahrervorstellung, zum insgesamt 40. Lauf zur polnischen Meisterschaft mit der Startnummer 1, Jan Krzyżaniak. Für Stahl Rzeszów fährt dieser Fahrer schon öfters bei Semifinalläufen teilgenommen, Weltfinale. Eugenius Kupien, mit im WM-Team stand er, genauso wie Janusz Stachira, fährt auch für Stahl Rzeszów. Und dann kommen wir zur Startnummer 4, Piotr Pawliczyk von Unia Leszno, einer der besten Fahrer hier für dieses Team. Wojciech Zabijalowicz von Arpato Torun, dann mit der Startnummer 6 ist es Jacek Rempala von Unia Tarno. Auch ein sehr junger Fahrer, ein aufsteigender Fahrer hier in der polnischen Liga, wie uns der Mannschaftsführer sagte. Richard Dolomisiewicz, 1986 war er ja schon beim Weltfinale in Polen damit bei. Miroslav Korbel von Rorytmik, dann mit der Nummer 9 Tomasz Golub, einer der ganz verwegenen Fahrer hier in Polen. Diesen kennt eigentlich jeder schon, der erfahrensten Fahrer, Andrzej Huszcza, Silona Gora. Mit der Startnummer 11, da kommen wir dann zum Janusz Lukaschik, der kommt gleich ins Bild. Hier ist er, einer der unbekannten Fahrer, die sich sensationell für dieses Finale hier qualifizieren konnten. Dann Wojciech Zaluski, gerade ins Fahrerfeld gekommen, denn da kommen wir gleich noch zu, warum, weswegen. Mit der Startnummer 13, Jerzy Goglowski von Motor Lublin. Und mit der Startnummer 14 kommen wir dann zu Piotr Swiss, auch mit ein Geheimfavorit für den Titelgewinn am heutigen Tag. Mit Startnummer 15, Slavomir Dudek, ist auch mit einer der Favoriten. Und dieser Slavomir Drabic, er ist unbekannt, zum ersten Male überhaupt beim polnischen Finale mit dabei. Mit der Startnummer 17, Reservefahrer Tomasz Olszewski. Und wir kommen somit einmal